oder eine Frau von Afghanistan. Es bedeutet ein Film das abends eine Burka oder etwas zu essen und die Burka ist vorne offen und nur ganz selten wagen Frauen es, sie auch offen zu tragen. Meistens befinden sich die Hände unter der Burka. Eine Hand muss sie von innen zuhalten, die andere Hand ist frei und kann das Obst und Gemüse auf dem Markt fahren oder ein Kind an der Hand halten oder eine Einkaufstasche tragen oder einen Kinderwagen schieben oder etwas zu essen oder zu trinken unter dem Stoff zum Mund führen. Oft ist eine Hand aber zum Betteln hinausgehalten. Das sind Witwen, die sich und ihre Kinder alleine durchbringen müssen. Mütter und Töchter, Frauen von Afghanistan, wie fühlt sich das an, nicht erkannt zu werden? Häufig wollen wir unerkannt bleiben und tragen die Burka, um uns frei bewegen zu können. Denn sonst werden Frauen des Öfteren von fremden Männern beschimpft und geschlagen. Also auch bekommen sie auf dem Markt keine Ware oder können ihre Waren nicht verkaufen. Mit der Burka schützen wir uns vor den Männern. Das hat nichts mit Religion zu tun. Mütter und Töchter, Frauen von Afghanistan, wie viel könnt ihr durch das Gitterfenster einer Burka sehen? Wir können relativ gut und viel sehen. Das Gesichtsfeld ist jedoch eingeschränkt und wir müssen vorausschauend gehen. Also die Bodenbeschaffenheit schon von weitem feststellen und uns merken, wo etwas herumliegt und umgangen werden muss. Wir können nicht sehen, was direkt vor unseren Füßen liegt. Mütter und Töchter, Frauen von Afghanistan, wie viel frische Luft atmet ihr durch die Burka? Es ist tagsüber sehr heiß in Afghanistan und die Straßen sind staubig. Wenn wir stundenlang unterwegs sind, müssen wir Essen antreten. Alle Lebensmittel werden durch den sogenannten Rüssel mit der Hand zum Mund geführt. Egal, wie fett, schmierig oder klebrig sie sind. Die Reste setzen sich im Stoff fest und der fängt an zu stinken. Und das atmen wir während des ganzen heißen Tages in uns hinein. Den Gestank der Essensreste, den Geruch des Polyesterstoffs und immer wieder unseren eigenen verbrauchten Atem, bis wir am Abend nach Hause kommen. Häufig fallen Frauen in Ohnmacht, besonders schwangere Frauen. Mütter und Töchter, Frauen von Afghanistan, wie haltet ihr die Burka sauber? Jeden Abend müssen wir sie waschen und trocknen. Deshalb ist die Burka meistens aus Polyester und nicht aus Baumwolle. Denn es würde zu lange dauern, bis diese getrocknet ist. Und die vielen tausend Falten lassen sich nur äußerst mühsam in den Baumwollstoff hineinwiegeln, während sie in der Burka aus Polyester nach dem Waschen erhalten bleiben. Mütter und Töchter, Frauen von Afghanistan, wann atmen wir frische Luft ein? Die meisten Frauen haben Lungenprobleme. Wir atmen frische Luft nur in unserem eigenen, von Mauern umgebenen Garten, im Haus oder in der Wohnung ein. Vorausgesetzt, es sind keine männlichen Gäste zu Besuch. Manchmal stellen wir uns nachts einen Wecker und fahren mit unserem Mann zu die Stadtmauern, in dunkle, unbewohnte Gegenden, um ungesehen die Burka abzunehmen, zu atmen und spazieren zu gehen. Wenn das entdeckt wird oder Frauen generell zu freizügig sind, werden die Männer verprügelt, weil sie ihre Frauen nicht streng genug beherrschen. Mütter und Töchter, Frauen von Afghanistan, Mon Amour.